Lucario, nice. Bestimmt mit Mega-Evolution. Oh. Sind Sie der Zero of Time? Ja, die Frage ist nur wann. Wann bin ich es denn? Oh mein Gott. Von morgens bis abends. Am Mittag rüber. Willkommen, meine lieben Freunde, zu Pokémon Y, den leider letzten Part. Ich habe mich da ein bisschen zu überschätzt mit dem Projekt, aber ihr habt mir gesagt, ich soll das, wenn es mir keinen Spaß mehr macht, abbrechen. Aber damit wir noch ein bisschen Spaß haben, habe ich mir ein kurzes kleines Team, könnt ihr da am unteren Bildschirm sehen, zusammengestellt. Und mit dem Zero werden wir jetzt die Pokéball-Fabrik zerstören. Werden wir das? Werden wir das? Theoretisch schon, würde ich sagen. Das hier ist aber nicht die Pokéball-Fabrik. Das ist die Pokéball-Fabrik. Nein. Das ist das Kraftwerk. Das ist die... Ja, das ist für mich die Pokéball-Fabrik. Das ist die Pokéball-Fabrik-Musik. Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich nicht die Pokéball-Fabrik. Das ist die Pokéball-Fabrik. Ja, ist ja Rotwein, Alter! Ist egal jetzt! Okay, wir gehen da rein. Das ist nämlich der Roto-Wichser, vielleicht kennst du den schon. Ja, der hat Kühlschränke verkauft, der, oder? Ja, hallo, voll cool, ne? Wollt ihr einen Kühlschrank kaufen? Jetzt 3 zum Preis von 5. Team Shadow-Rüpel mit Roto. Gürtel, den sie hat, richtiger WWE-Champion, Alter. Das ist dann fürs 3-mal Solo zerstört gewesen. Und das 3. Mal in Folge! Solo Destroyer! Lockdorf. Oh! Lockdorf. Kriegen wir den Toxin auf ihn drauf? Ja! Alter, ist nice! Das random, Alter. Ein Rizoros mit Toxin. Das ist ja fast so wie ein Rizoros mit Felswurf. Das ist ja fast so wie ein Rizoros mit Hörschlag und Dampfspeil und Feuersturm, ne? Nee, das ist normal. Na gut, das Ding ist eigentlich Wanted, der macht ja auch gerade auch, wie du sehen kannst. Er Wanted uns mit dem Knochenmarang, weil der ist sehr effektiv und tut weh. Ja, der ist sehr effektiv. Ja. Gut, dass er vergiftet ist, weil das juckt uns jetzt. Oh, der ist richtig krass. Oh, der zieht richtig viel ab. Ja, massig Kaffee, wie es aussieht. Ja, egal, wir haben ja das Event Mana Vieh. Das Event Mana Vieh? Ja, das ist das Event meiner Fee. Das habe ich mir irgendwann mal geholt, um zu gucken, was es für Attacken bekommt, wenn ich es gerandomized habe. Und ja. Mach erst. Wir machen das mit Schweifglanz geil. Macht aber kein Damage. Ist Faulenz, Alter. Ist Faulenz, oh scheiße. Egal, wir warten auf. Steig aus dem Bett, hör nicht auf Solo. Schaue kurz den Schweifglanz, sag what up. Das ist nicht Manaphy Boy, das ist Manaphy, mein Freund. Fühlswoge. Nee, Gewippe. Es sitzt auf einer Wippe, Alter. Das Ding ist cool. Web warten, Mann. Blubber. Blubber, mal sehen, wie viel das abzieht. Es ist effektiv! Was? Du bist Level 100, du Schmock. Ja, was ist effektiv? What the hell? Du bist trotzdem Level 100, du Schmock. Ist egal. So. Also, deswegen boostet sich die ganze Zeit mit Gefühlswippe hoch. echt so. Nächstes Mal ein Fightpad. The fuck ist das ein Pokémon? Was ist das für ein Fightpad? Ich kenne nur iPad. Ja. Tymongo, Alter. Tymongo! Was ist Fypad für ein Pokémon? Ein Felino. What? Egal, pass auf, wir haben coole Attacken wie Hornattacke. Hornattacke ist von Typ Fee, weil er ja Feenschicht hat. Und er ist selber von Typ Fee. Mach Damage. Es ist. Ja, Viridium ist schon ein krasses Pokémon bei mir in der Nassock gewesen. Ist leider gegen den letzten Arena-Alter rausgeflogen. Weil das auch irgendwie auf Level 45 war. War nicht so nett für meinen Tymongo. Aber hey. Du Mongo, du! Fypad ist jetzt tot. Das war's mit Fypad. So schwer war eigentlich der Gegner gar nicht mal, wie wir sehen konnten. Wir brauchten nur unsere ganzen anderen Pokémon, die schon längst tot sind. War ganz schön easy, ja. Ganz schön easy, ne? Also ein Kühlschrankverkäufer nächstes Mal, Leute. Nehmt eure ganzen toten Verwandten mit, dann kriegt ihr das auch hin. Dann werde ich die App. Ihr denkt wahrscheinlich jetzt, dass Zero da ist. Es hat einen ganz bestimmten Grund. Wir wollen ein Thema ansprechen. Nee, hat mich gerade eben nur während der Aufnahme angerufen. Das ist der. Also ich habe gerade aufgenommen, was für meinen Kanal. Und dann dachte ich mir, ja, jetzt machst du Thumbnail fertig. Jetzt kannst du den Justin mal rufen. Dann ruft ihr mich einfach an und dann dachte ich mir so, ja, wenn er schon da ist, hier, bitteschön, wollt ihr was aufnehmen. Lucario, nice, bestimmt mit Mega-Evolution. Oh, woher wusste ich's nur? Das ist tatsächlich eine Mega-Evolution. Warum wusste ich das nur? Warum hab ich immer so viel? 51! Los, töte es, Lucario, töte es, Lucario. Hyperstrahl mit der Geiner wieder zu euch. Uff. Ja! So will ich das sehen! Lucario! Lucario! Emre wird jetzt zerstört!
von Lucario. Okay. Stärke. Das ist, glaube ich, der beste Move, den wir hier machen können. Scheiße, es musste ich recovern. Ja, ja. Du weißt schon, dass es resistet, ne? Wegen Stahl und so. Ah, ne, es ist. Raue Haut. Oder eine sehr raue Haut. Ja, wenn sie den Hyperstrahl geben. Hyperstrahl! Lucario! Das Ding ist einfach, der Hyperstrahl sieht aber einfach noch so fucking. Jawoll! Es sieht einfach so krass geil aus, der Hyperstrahl bei Mega Lucario. Der Sound ist wie geil, Das war frisch. What? Was ärgern kann ich schon lange mit Pulverschnee? Magische Miesmuschel wird, dass Lucario jetzt Justins Lucario Eis. Trotz gewisser Unsicherheiten stimme ich dir dazu. Also deins müsste jetzt eigentlich das er töten mit 32. Wenn nicht, dann ist egal, das... Egal, wir haben die Mega-Evolution. Power Rangers, ruf die Megazords! Meh! Was hey, wir sind sogar schneller! Ratschatsch! So. Rasengan! Oh, das war nice. ja. 3, Blubstrahl. 2, 1, Hyperstrahl! Aua! Lucario! Aua! Also ich feiere den Part schon echt hart, muss ich sagen. Danke, dass du mich eingeladen hast. Du bringst dir eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon auf den Gegner-Tablett. Und... Wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon, sagt er. Aua. Gefühlswippe, egal. Ja, Gefühlswippe. Das kann eigentlich gar nicht schief gehen. Nee, eigentlich gar nicht. Was haben wir hier denn? Pro Unterstützung. Lucario! Wow, das sieht doch noch so fucking viel aus. Lucario! 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 Wir sind im Stadion, meine Freunde, Manaphy gegen Lucario. Ein Igler, ganz taktischer Move natürlich von Lucario. Und Gefühlswürfe von Manaphy. Das ist natürlich ein sehr klasse Move. Um natürlich seine ja, Initiative runterzuhauen. Los! Was sagen die Leute da? Ich hab keine Ahnung. Ich bin einfach nur. Mach mal den Scheiß aus, Alter. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen taktisch rangehen. Also, was ist das Ding denn für lange Fühler da am Kopf, ey? Digga, kennst du das Ding nicht? Es hat engere Fühler als Mega Lucario. Nein, Mega Lucario ist einfach der Shit, Alter. Siehst du das nicht? Das Ding wird Alter, dem wachsen Stacheln durch die Füße. Ist halt gesagt. Warum? Ist halt nice, das ein Igler. Ich glaube, er kann auch keine Hypersträhle mehr einsetzen. Fünfmal ist Maximum, Alter. Hat er schon fünfmal? Ich denke jetzt, das kann sein, schon ja. Fünf Stück abgefeuert hat. Oh, endlich! Wenn er jetzt nur noch ein Igler kann, dann wäre das echt arm. Und auch was fehlt. So, endlich! Das Ding ist endlich tot! Ohne Scheiße. Dafür habe ich dich trainiert, Manaphy. Nur, ja genau, trainiert, sagt er. Ist okay. Wir wollen ja eh nur diese scheiß Fabrik hier zurück machen und dann, ja, dieses Kraftwerk-Ding mit Pokéball-Fabrik-Musik. Pokéball-Fabrik-Musik? Hast du das eingestellt? Der Soundtrack heißt Pokéball-Fabrik. Nein! Das ist die normale Fabrik-Musik, aber die wird immer als Pokéball-Fabrik-Musik, also Pokéball-Fabrik-Soundtrack gedingst. Gedongst. Habitak. Madara. Habitak. So, Madara, ich hab viel Blauflamm. Ist nicht Madara, Urteilskraft. Das ist eine starke Attacke, sieht auf jeden Fall nice aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Habitak, Alter, so, ey, unterschätzt mich nicht, ich hab Urteilskraft. Aber wir haben Blauflamm. Aua. Das tut gar nicht weh. Wir haben Lebensschuss. Ist auch geil, ja. Das ist auf jeden Fall eine ganz gechillte Attacke. Ich glaube auch nicht, dass wir den Kampf hier verlieren könnten. Abwarten, Alter, das ist ein fucking Habitak. Es ist einfach nicht so effektiv gegen das Scheißteil. Na guck. Habitak wird dich vernichten. Habitak weiß ganz genau, was deine Schwäche ist. Okay. Wird es kommen und dich vernichten. Ein paar Leute haben gefragt, ob du mal mit bei Dings dabei sein willst, bei Pixelmon. Bei Pixelmon. Hast du am Minecraft Account, oder? Ja, Leute, schreibt in die Kommentare, soll ich dabei sein? Also haben sie schon, oder was? Ja, ein paar Leute. So, ja. So, muss ich mir erst einen Account machen. Ich habe einen Minecraft-Account irgendwo, aber ich weiß nicht mehr, wie ich heiße. Wo? Ja, vielleicht habe ich den verstanden. Du hast da noch ein Let's Play gemacht, oder? Ja, ich habe damals ganz viel zu Minecraft gemacht.
Harvest Moon Shit. Harvest Moon Shit, dann habe ich Iceland Shit gemacht, dann habe ich Trouble in Mineville gemacht damals mit Mira. Ich habe schon so einiges gemacht damals. Boah, früher. Richtiger Minecraft-Appair. Naja, die Hälfte kam auf seinem Kanal. Ich habe nichts gehört. Ich wollte gerade sagen, so viel kam auf seinen Kanal jetzt auch nicht. Ich kann mich an dieses Harvest Moon Shit Ding erinnern und das war's auch wieder. Ja, genau. Cooler. Oh, Leute, wir haben morgen was richtig Nices geplant, beziehungsweise nicht morgen für euch, aber morgen für uns, weil wir werden morgen ein chilliges neues Projekt in Angriff nehmen auf meinem Kanal und auf dem guten Kanal von dem guten Justin. Und zwar ist das die Challenge Time vom TCG Pack Opening. Ihr feiert TCG Openings bei mir, beim Justin, und da haben wir uns gedacht, wisst ihr was? Wir battlen uns da in der Cutting. Wisst ihr was? Fusion! Wir wichsen alles und machen eine mega krasse Challenge draus. Und ey, ich hab gewonnen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und das Ding ist einfach, wir werden das dann so machen. Wir fangen zum Beispiel an mit einer richtig nice Challenge. Das werden wir aber noch nicht verraten. Und werden uns dann immer weiter steigern, immer andere Challenges da machen. Und ja. Ihr dürft uns auch welche in die Kommentare schreiben. Genau, das ist halt immer die Interaktion. So ein Projekt, wo ihr mitwirken dürft. Weil sehr viele Leute machen in zurzeit TCG Online und man muss sich halt wieder ein bisschen davon abheben, was die ganzen anderen Leute machen. Oh, nicht einig unbedingt, aber wir machen halt was anderes als die anderen. Ja, das ist halt das Ding. Das ist eigentlich bei uns immer so. Wir machen immer irgendwie was anderes. Richtig. Wir versuchen es ein bisschen abzuheben davon. Wir sind Trendsetter und wir sind Trendseller. Ella, Ella, That's his umbrella, genau. Nee, aber ich glaube, ihr wisst, was wir meinen oder was wir sagen wollen damit. Und ja, ihr könnt euch auf nice Sachen gefasst machen. Oh, wie süß es aussieht, wenn das schläft. Wer, ich? Manafee. Nee, nicht so. Aua. Ja, voll witzig. Das hat fast schon weh. Gefühlswippe. Wenn das Ding draufgehen würde, Level 100, Alter. Ja, es ist nur zum Chillen da, für den Endpart, um das ein bisschen zu erklären hier. Was jetzt die nächsten paar Tage auf euch zukommen wird. Was da so passieren wird. Pixelmon wird wahrscheinlich jeden zweiten oder dritten Tag kommen. Was ist denn sonst auch so? Was willst du denn nach Y jetzt bringen? Es ist das mit Moggy geplant für die Sommerzeit. Wir haben uns einen schönen Sommerhack rausgesucht und den wollen wir halt auf meinem Kanal togethern. Mhm. Heißt, da wird wahrscheinlich jeden zweiten Tag ein Part von kommen. Oh, nice. Und unterschiedlich oder auf deinem Kanal oder auf beiden? Nur auf meinem Kanal. Achso, okay. Kannst du schon fragen, was für ein Hack? Was für ein Hack? Welche Generation du bist, so kommt, dein Tipp musst du so bringen. Du kennst den auf jeden Fall. Du kennst den auf jeden Fall. Ich sag nur, es hat was mit Insinn zu tun. Fängt es mit N an? Yeah! Ah, nice. Den wollte ich ja nicht aufbringen. Ja, weißt Bescheid. Ja, gut, dass man sich jetzt absprechen kann. Du bringst ihn auf jeden Fall nicht, ne? Doch! Wusste ich. Nee, aber der Hack ist echt geil. Also, ich will noch nicht so viel verraten, aber der ist echt cool. Der ist richtig nice. Würde euch auf jeden Fall freuen, Leute. Ja, und ich habe gesehen, dass ihr auch die Kombination von uns beiden relativ abfeiert in den letzten paar Tagen. Vor allem bei Live habe ich gesehen, dass ihr das mega abfeiert. Ja, da kamen schon so einige gute Kommentare so rein, das war schon echt cool. Lass mal vielleicht auch öfter mal wieder so ein kleines Häkchen zusammen zockt. Häkchen, Häkchen, wir haken zusammen, Häkchen. Das ist ja wunderbar. Nee, ja klar, da können wir uns ja irgendwas ausdenken. Wir haben ja auch noch das Projekt mit Pokémon Revolution Online noch irgendwo am Start, das wir auch noch zu Ende bringen müssen. Irgendwo in der Westentasche. Wann kommt eigentlich Sephirons Part? Ach, von der Woche her da kommen müssen. Ich bin dran. Achso, du bist dran. Ja, ich bin nicht zu faul. Ich bin zu faul. Ja gut, also irgendwann geht's da auch weiter. Wenn wir uns da mal wieder hingesetzt haben, dann müssen wir uns nochmal den guten Nico mal besprechen. Und ja, eigentlich wollte ich mit ihm letzte Woche schnacken, aber irgendwie sind wir da nicht so gekommen und ja. Ja, der ist auch gerade in Frankfurt. Ah, der ist immer noch in Frankfurt? War das heute oder war das gestern? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe gestern was auf Twitter gelesen. Ja, auf jeden Fall war der in Frankfurt bei dem Nintendo Presse-Event und ja, deswegen hatte der in den letzten Tagen auch keine Zeit. Ah, hey. Es wird schon irgendwann wieder kommen. Wir werden auf jeden Fall auch noch so mehrere Sachen machen, wie zum Beispiel ein paar Battles oder sowas auf jeden Fall. Vielleicht auch zu dritt mal irgendwas Witziges. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Bin interessiert, wie wir das bei Sun and Moon alle machen werden mit den Free for All. Das wird relativ lustig. Das wird nice werden, ja. Da kann man auf jeden Fall so einiges. Da kann man halt, da habe ich schon eine Planung gehabt, dass wir machen ja wahrscheinlich alle ein Release-Let's Play. Und dass wir zum Beispiel nach den ersten Orden uns alle zusammensetzen und mal einen schönen Viererkampf machen oder so. Was kann man bringen, ja. Das wäre auf jeden Fall mal eine coole Sache. Das wäre nice, Alter. Autsch. Mir ist gerade das Mikrofon auf den Kopf gefallen.
Ja. Ich habe nebenbei mal Thumbnail Design. Krass, sieht echt gut aus. Also ja, hab mir Ruhe gegeben hier. Du haust da gerade alles in der Fabrik tot, habe ich gesehen, ja? Ja, das ist seit 5 Minuten eigentlich das Steinbock, aber ist okay. Ich glaube, aus dem Steinbock war es das auch erstmal. Wir haben ja bis jetzt, ja, 2-3 Tender besiegt. Wow. Und ein Mega-Karo ja. gehabt, das war ein Highlight. Das war ein cooles Pokémon, ne? Das war geil, ja. Und wie gesagt, das Projekt hat mir einfach jetzt ein paar Tage keine Laune mehr gemacht. Es hat mich eher nur ein bisschen gestresst. Ja, ihr habt es auch nicht mehr krass gefeiert. Ich war eher so, jetzt wieder ein bisschen aufnehmen. Es hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht wie am Anfang. Es wird auf jeden Fall nochmal ein Randomizer kommen. Wie gesagt, in einem halben Monat oder in einem Monat startet die auch. Ich bin da noch so ein bisschen am Durchplanen. Wie ich das am besten machen werde, wird auch eine Nuzlocke werden. Diesmal aber ohne eine zu hohe Levelgrenze. Das so wieder ein eines zum Riders-Titel dann oder welche? Ja, habe ich schon vor. Ich habe da auch schon alles ein bisschen in Planung. Ah, ich versuche immer, wenn ich was randomisen werde, ein paar verschiedene Sachen einzubauen. Zum Beispiel habe ich ja die Namen selber geändert bei Pokémon Oras. Dann habe ich hier jetzt zum Beispiel die Stadtnamen, dann noch mehr Namen geändert, dann allgemein die Randomizer ein bisschen verbessert. Und bei dem nächsten Projekt habe ich schon wieder was Gutes vor und das wird auch relativ nice. Das hört sich doch nice an. Das hört auf jeden Fall sehr nice an und sehr nice. Ja, sehr, sehr nice. Und ey, wir können ja nicht mal angreifen. Nice. Wow. Ey, es ist tot. Zu viel nice, Alter. Nice. Ich glaube, ich hole mir gleich ein Eis. Alter, ein Eis wäre jetzt richtig nice. Schmuck, ey. Oh, Mann. Ja, gut, Leute, ich würde sagen, das war es für das Projekt. War leider ein sehr kurzes, muss man eigentlich sagen. Ich glaube, nicht mal 20 Parts waren das. Ich glaube, 19 Parts waren das jetzt. Wenn ihr euch für Pokémon Y interessiert, schaut auf jeden Fall bei Zero vorbei. Der macht ja auch noch seine spinnende Lock. Ja, Mann. Magische Miesmuschel des Todes, ey. Ich habe die heute ein paar Mal verärgert, ey. Meinte sie gleich ein paar Pokémon von mir zu killen. Ah, unglaublich. Verrückt, magische Miesmuschel. Ja? Was sagst du dazu? Wird der Zero die spinnende Lock überleben? So was Dummes habe ich ja noch nie gehört. Jawoll! Er wird sterben, alles klar, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao Leute, euer Zero mit dem Zero of Time.